Ja, herzlich willkommen hier im Hause des Tagesspiegels zur vierten und letzten Veranstaltung in der Reihe Max-Planck-Forum Spezial zu 70 Jahre Grundgesetz zum Thema Wissenschaftsfreiheit. Ich freue mich sehr, dass Sie hier trotz des schönen Wetters sich hierher begeben haben in dieses Tagesspiegelhaus, wo diese Reihe stattgefunden hat. Mein Name ist Dorothee Nolte. Ich habe die Freude, den Abend hier zu moderieren. Ich bin selber auch vom Tagesspiegel und freue mich auch aus diesem Grunde sehr, dieses Thema zu moderieren, denn wie Sie sich denken können, stellen sich viele der Fragen, die sich jetzt an die Wissenschaft unter Druck richten, ähnlich auch an Journalismus unter Druck. Und da sind viele, viele Themen, die wir da gemeinsam auch besprechen können. Ich sage nur mal kurz, damit Sie, einige von Ihnen waren vielleicht schon bei den vorigen Veranstaltungen. Es ging unter anderem um Entscheidungsfreiheit. Wie viel Entscheidungsfreiheit können wir bewältigen? Es ging um die schwarzen Schafe in der Forschung und es ging um Humangenomforschung. Und bei der allerletzten Veranstaltung dieser Reihe in München, wo es abgeschlossen wird, wird es dann tatsächlich darum gehen, 70 Jahre Grundgesetz, Wissenschaftsfreiheit in Gefahr. Das wird auch uns hier beschäftigen. Im Grundgesetz, wie Sie ja sicherlich alle wissen, im Artikel 5 ist ja nicht nur die Freiheit der Wissenschaft geregelt. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, sondern im ersten Absatz auch die Freiheit der Presse und der Meinungen. Insofern werden wir da viel Gemeinsames zu besprechen haben. Mit mir auf dem Podium darf ich Ihnen vorstellen, sitzt rechts von mir Herr Professor Dr. Volker Heinz vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, außerplanmäßiger Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Ich werde alle noch etwas ausführlicher vorstellen, aber wir wollen das jetzt an dieser Stelle erstmal kurz halten. Links von mir direkt hier Professor Dr. Jochen Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, und ganz links von mir Professor Dr. Diethard Tautz, Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Das heißt, Sie ahnen dann schon, das Thema Wissenschaft unter Druck wird hier aus drei verschiedenen Perspektiven angeguckt. Zwei Disziplinen vor allen Dingen stehen im Mittelpunkt, nämlich die Evolutionsbiologie zum einen und die Klimaforschung zum anderen. Wir werden also zu besprechen haben, hier, wo ist Wissenschaft derzeit unter Druck? Welche Disziplinen sind besonders betroffen und wie sieht es speziell in der Klimaforschung, der Evolutionsbiologie und, dazu sagt uns dann Herr Heinz etwas, den Geisteswissenschaften aus? Wer sind die Opponenten der Forschung? Wer und warum ist Wissenschaft unter Druck? Wir wollen auch einen Blick wagen ins Ausland, selbstverständlich. In welchen Ländern zeigt sich das Problem, auf welche Weise und in welcher Form wirkt sich das auch auf die internationale Zusammenarbeit aus? Gemeinsam vielleicht überlegen, warum Wissenschaft jetzt stärker oder unter Druck steht, weil sie vielleicht relevanter, politisch relevanter ist als früher. Und vor allen Dingen auch, wie Wissenschaftler darauf reagieren sollen, auf die veränderte Situation in Deutschland, aber auch in anderen, also vor allen Dingen in anderen Ländern. Ich wollte aber, bevor ich jetzt irgendwelche Fragen an die Podiumsgäste richte, als erstes mal eine Frage an Sie richten, eine kleine Publikumsabfrage machen, um so ein bisschen die Stimmung hier zu eruieren. Und zwar bitte ich Sie darum, Ihre Hand zu heben, ja oder nein, auf drei Fragen, die ich Ihnen jetzt gleich stellen werde. Und wir werden mal sehen, wie Sie das beurteilen. Jetzt vor der Diskussion, vielleicht auch hinter der Diskussion, möglicherweise anders. Sehen Sie die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland in Gefahr? Gibt es jemanden, der das tut? Ich versuche da einen Überblick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich würde mal sagen, ungefähr 10% des Publikums ja. Sehen Sie es in anderen europäischen Ländern in Gefahr? Aha. Schon deutlich mehr. Jetzt würde ich mal so überschlagen. Mehr als die Hälfte. Zwei Drittel, sagen wir mal, des Publikums sieht das so. Und sehen Sie sie in den USA in Gefahr? Etwas weniger als in den anderen europäischen Ländern, scheint mir, ja. Jetzt hier so, wir können jetzt keine wissenschaftliche Studie über sie machen, aber so ungefähr, sagen wir mal, naja, aber auch so 55-60% auf jeden Fall. Da frage ich doch mal ganz kurz unser Podium, wie hätten Sie die Hand gehoben und wie hätten Sie, überrascht Sie dieses Ergebnis? Beginnen wir mal mit Ihnen, Herr Heinz. Ich hätte auch so ähnlich gestimmt. Also ich glaube, in Deutschland ist sie nicht in Gefahr. Also diese These werde ich vertreten. Mhm. Sie ist nicht in Gefahr. Es gibt natürlich Leute, die das gerne ein anderes Wissenschaftssystem hätten, aber die sind nicht stark genug, um die Autonomie der Hochschulen, das ist für mich der Kern der Wissenschaftsfreiheit, wirklich zu bedrohen zurzeit. In anderen europäischen Ländern allerdings, Ungarn, könnte ich auch noch ausführen, wo es Angriffe gibt der Regierung auf die Akademie der Wissenschaften, auf einzelne Wissenschaftler, auf ganze Universitäten. USA, kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Mhm, okay. Ein bisschen schwieriger. Ah, okay. Also ungefähr.
Herr Marotzke, wie sehen Sie es? Ich glaube, meine Einschätzung deckt sich recht gut mit der Abstimmung hier, dass ich auch sagen würde, nein, in Deutschland sehe ich die Wissenschaftsfreiheit nicht bedroht, auch wenn es natürlich hier und da einige Punkte gibt, die es sich lohnt zu überdenken. In manchen europäischen Ländern sehr stark und in den USA ist sehr ambivalent, was dort vor sich geht. Ich glaube, das deckt sich mit der aggregierten Meinung hier im Publikum. Okay. Dankeschön. Ja, dem kann ich im Wesentlichen auch zustimmen. Die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau, aber wir müssen sie eben auch immer wieder verteidigen. Also wir sehen insbesondere immer wieder der Versuch, eine Politik Eingriff zu nehmen, den wir dann eben, und deswegen haben die USA wahrscheinlich sich so viele gemeldet, jetzt konkret sehen, wo eben der Präsident bestimmten Forschungsorganisationen bestimmte Forschungen verbietet sogar. Vor dieser Gefahr müssen wir uns auch in Deutschland immer wieder wappnen, zumindest. Ja, also auch wenn nur sehr wenige der Meinung sind, dass es in Deutschland Gefahr ist, ist dennoch ein Thema, was wir auf jeden Fall hier diskutieren werden im Kontext der anderen Länder, als da wären USA, Türkei, wo die Evolutionsbiologie zum Beispiel ihr Fach aus den Schullehrplänen gestrichen wurde. China selbstverständlich, Ungarn haben wir schon erwähnt. Die Bandbreite jedenfalls dessen, was der Wissenschaft drohen kann, ist sehr weitreichend. Das kann anfangen bei Drohungen gegen individuelle Wissenschaftler. Es kann aber auch über Klagen gehen, Inhaftierung, aber auch Finanzentzug, Entzug von Finanzen für ganze Forschungsbereiche, Delegitimierung ganzer Forschungsbereiche und Disziplinen. Ein gesellschaftliches, vergiftetes gesellschaftliches Klima. All dieses werden wir hier diskutieren. Vorher aber noch eine letzte Publikums- oder Abfrage jetzt. Und zwar wüsste ich gerne von Ihnen, und jetzt dürfen Sie nur zweimal. Ich gebe Ihnen jetzt eine Auswahl von Dingen, von Phänomenen, die die Wissenschaftsfreiheit bedrohen können. Und Sie dürfen zweimal sich melden, was Sie für wichtig halten. Ja. Ich sage Ihnen mal vorher schon, damit Sie schon mal im Kopf überlegen können, was dafür Gefahren aufgezählt werden, nämlich die Religion, die Rechtspopulisten, Linkspopulisten oder Linke, wirtschaftliche Interessen bzw. Anwendungsdruck, ist das eine Gefahr für die Wissenschaft? Ist wichtiger oder weniger wichtig als jetzt die bereits genannten? Ressourcenmangel wäre die fünfte und der sechste mögliche Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit, interne Probleme der Wissenschaft, als da wären hierarchische Strukturen, befristete Verträge, alle Dinge, die, sag ich mal, es erschweren, in Freiheit zu forschen. Wer glaubt, dass Religion ein sehr wichtiger? Wie gesagt, zweimal. In Deutschland? Oder? Ja, das hätte ich genauer sagen sollen, haben Sie schon recht. Ja. Weltweit wäre es ja nun schwierig, die Frage zu stellen. Ne? Dann bleiben wir mal dabei, in Deutschland. In Deutschland. Ist die Religion in Deutschland relevant als Gefahr für die Wissenschaft? Niemand. Rechtspopulisten? Rechtspopulisten. Okay, würde ich sagen, die Hälfte sicherlich ist der Meinung, dass das links, linke, aber deutlich weniger wird es gesehen, sagen wir 10%. Wirtschaftliche Interessen, Anwendungsdruck, oha. Na, sehen Sie mal, das sind jetzt die meisten bisher. Wow, ich glaube, unsere Diskussion wird in die ganz falsche Richtung gehen. Wir müssen dann andere Grundfragen stellen. Aber ich sage mal, 80% haben sich jetzt dafür ausgesprochen. Ressourcenmangel? Was heißt das? Ja, zu wenig Geld. Wenn man sagt, das Forschungsgebiet, was Sie für besonders wichtig halten würden, wird grundsätzlich nicht finanziert. Ja. Okay, aber relativ wenig. Und dann die internen Probleme, wie sehen Sie die? Also ich sage mal jetzt nur so als Beispiel hierarchische Strukturen, befristete Verträge, mangelnde Vereinbarkeit, alles Dinge, die bestimmte Gruppen womöglich ausschließen. Okay, sicher nochmal 15-20%. Okay, also das sehr interessante Ergebnis war, dass der Anwendungsdruck und die wirtschaftlichen Interessen als die größte Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland gesehen werden. Dann die Rechtspopulisten und Religion so gut wie gar nicht. Nichtsdestotrotz werden wir auch darüber zu sprechen haben, wenn wir jetzt zu Herrn Marotzke als Ersten kommen werden und auch bei Herrn Tautz ganz sicherlich wird die Religion erwähnt werden. Wenn Sie das jetzt so hören, wie ist aus Ihrer Sicht
die Lage für Ihre Forschung. Sie sind, ja, ich sagte es schon, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Sie sind eigentlich Ozeanograf, wenn man das so sagen kann, nicht wahr? Sie kennen sich sehr gut aus in den USA und in England, weil in beiden Ländern haben Sie lange 10 Jahre am MIT und 4 Jahre am Institut, am Southampton Oceanography Center gelehrt. Und Sie sind seit 2003 am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Sie sind Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher, Leopoldina. Und Sie waren auch einer der beiden koordinierenden Leitautoren des Kapitels über die Evaluierung von Klimamodellen beim 5. Sachstandsbericht des IPCC, des Weltklimarats. Ich sage das deswegen, das hat Sie nicht bei allen beliebt gemacht. Ich zitiere jetzt mal jemand, der Sie beschrieben hat, folgendermaßen, ja, nämlich die Eike. Mensch, wir kommen gleich noch drauf, wer ist Eike? Ja? Wir werden das erklären, wer Eike ist. Der Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts, Professor Dr. Jochen Marotzke, tut sich seit einiger Zeit als besonders emsiger Verfechter der reinen Lehre vom anthropogenen Klimawandel hervor. Galt er früher als einer der Moderaten, der es vorzog, wissenschaftlich abgewogen zu argumentieren, so hat er sich nun zum angriffslustigen Aktivisten für die Sache des IPCC verwandelt. Was sagen Sie dazu? Also ich bin stolz drauf, wenn man mir sagt, dass ich mich für den Weltklimarat IPCC einsetze, denn ich finde das ein großartiges Gremium. Es gibt seit ungefähr 30 Jahren und alle 6 bis 7 Jahre wird das gesamte Wissen über den Klimawandel zusammengetragen und bewertet. Das ist eine sehr aufwendige Sache. Die besten Forscher der Welt sind darin aktiv. Und wenn also Eike mir zuschreibt, ich sei ein, ich glaube, wie hieß das, effektiver Aktivist. Angriffslustig, na gut, ich würde das IPCC auch verteidigen, aber es ist bestimmt nicht als Kompliment gemeint gewesen. Aber wenn man mich als sozusagen ein Fürsprecher und Förderer dieses wunderbaren Unterfangen sieht, dann würde ich sagen, ja, war nicht gut gemeint, aber es ist trotzdem richtig. Aha, genau. Das nehme ich gerne an. Ja. Wollen wir an der Stelle erklären, was EIKE ist, für diejenigen, die es nicht kennen. Das Europäische Institut für Klima und Energie, ein kleines Institut. Sie können dazu mehr sagen. Ja, allzu viel weiß ich auch nicht. Es besteht im Wesentlichen aus einer Pressestelle und einem Pressesprecher und es fließt vermutlich Geld zum Klimawandelleugnen dort hinein und es werden dann alle möglichen abstrusen Sachen über einen menschengemachten Klimawandel verbreitet. Was man ganz klar sagen kann, es ist kein Forschungsinstitut und in der Forschung spielt dieses Institut überhaupt keine Rolle. Sie betreiben keine Klimaforschung, es sind keine Klimaforscher, die dort arbeiten. Und insofern schauen wir da auch nicht oft hin, denn was an wirklichen Erkenntnissen dort herauskommt, ja, es kommen keine Erkenntnisse zum Klimawandel heraus. Insofern ist es auch kein Akteur, den man auf dem Schirm haben muss, wenn es ums Verständnis des Klimawandels geht. Das wäre also auch keiner, der Sie unter Druck setzen könnte, weil es einfach nicht relevant genug ist in Deutschland. Nicht mit der Forschung, die Sie machen, nein. Falls Sie mal auf die Homepage gehen wollen, was ich nämlich getan habe, und dort sich ein Video angucken möchten, die drehen auch Videos über Ihre Tagungen, und da muss man sagen, diese Tagungen wirken fast wie ganz normale Tagungen, ja, würde ich mal sagen. Man sieht allerhand ältere Herren mit schönen Titeln, die mit sehr vielen Fremdwörtern komplizierte Dinge erklären. Und ich sage mal, der Laie kann nicht wirklich unterscheiden, ob es sich um seriöse Wissenschaft handelt oder nicht. Es klingt so. Ja, man kann es tatsächlich als Mimikrie bezeichnen. Das sind auch einige der Veröffentlichungen, die aus dem Dunstkreis der Klimawandelleugner kommen. Die sehen aus wie Veröffentlichungen. Sie benutzen die Wortwahl, die Struktur. Man findet dieselben Gleichungen in Veröffentlichungen. Aber wenn man anfängt zu lesen, stellt man fest, das sind keine Veröffentlichungen. Und wo ist der Unterschied, wenn es doch so aussieht? Wenn man eine wissenschaftliche Veröffentlichung schreibt, das Grundprinzip ist immer, ich muss mich erstmal mit dem auseinandersetzen, was in dem ganz speziellen Teil meines Fachgebiets, was ich beackern möchte, was dort vorher gemacht worden ist. Und ich muss die Lücke im bisherigen Wissen identifizieren. Entweder weil ich sage, eine bestimmte Frage ist vorher nicht angegangen worden oder ich habe eine neue Methode, die anzugehen oder vielleicht auch, weil ich der Meinung bin, dass das vorher nicht ganz richtig gemacht worden.
Aber egal, was es ist, ich muss immer ganz präzise benennen, was ich jetzt anders machen will als in den bisherigen Veröffentlichungen zu diesem Thema. Das zeichnet eine echte Veröffentlichung aus, so vorzugehen. Und in einigen der Arbeiten, die ich dann gesehen habe, fand das überhaupt nicht statt. Man denkt sich irgendwas aus, vielleicht ein einfaches mathematisches Modell, das wird durchgerechnet. Und wenn man fragt, wie steht das in Bezug zu allem, was bisher veröffentlicht worden ist, diese intellektuelle Auseinandersetzung findet nicht statt. Und wenn die nicht stattfindet, dann sage ich, das ist Mimikry. Es sieht so aus wie Forschung, ist aber keine Forschung. Und das findet man unter den Klimawandelleugnern sehr häufig. Denn selbst wenn Sie sagen, es ist hier in Deutschland nicht so, dass Sie sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen würden, dennoch, Klimaforschung heutzutage ist ein Politikum, dem würden Sie zustimmen und Sie müssen sich irgendwie positionieren. Dem stimme ich zu und vielleicht auch das, was tatsächlich auch in der Mehrheit hier der Zuhörer kam, dem würde ich auch zustimmen, sozusagen, es ist die Umarmung fast, die Wissenschaftsfreiheit bedroht. Wir sind, unsere Forschung, auch die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung, ist gesellschaftlich relevant und was wir dann oft sehen, ist, dass schnelle Forschung, schnelle Antworten erwartet werden und ihr habt doch jetzt genug rumgespielt damit, wie das Klima funktioniert. Jetzt sagt uns doch endlich, wie wir zu Lösungen hinkommen. Und diese Umarmung, die aus der so wahrgenommenen Relevanz kommt, die bedroht tatsächlich die Freiheit zu sagen, wir forschen an Fragen, die Ihnen, der Öffentlichkeit, noch überhaupt nicht bewusst sind. Ist auch in Ordnung. Nicht alles, was wir machen, soll ja seinen Weg direkt in die Öffentlichkeit finden. Aber wir müssen uns auch um solche Fragen kümmern, die noch nicht im breiten gesellschaftlichen Kontext diskutiert werden. Denn täten wir es nicht, wären wir völlig unvorbereitet, wenn überraschende Fragen, überraschende Phänomene auf uns zukommen. Und diese Umarmung, sozusagen dieses Drängen hin, doch endlich nützlich zu sein, und zwar unmittelbar nützlich zu sein, sehe ich als eine klare Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit. Gibt es denn Ergebnisse, wenn Sie Ergebnisse finden, wo Sie sagen, das bringe ich mal besser nicht raus, weil es passt nicht zu dem, was wir jetzt anstreben? Es gibt einen gewissen Druck. Ich zum Beispiel habe vor einem halben Jahr ungefähr ein Interview im Spiegel gegeben. Es ging darum, wie viele Treibhausgase können wir noch emittieren, wir, die gesamte Menschheit, bevor wir die in Paris festgehaltenen Klimaziele reißen. Und ich habe Arbeiten zitiert, an denen ich gar nicht mal selber beteiligt war, und gesagt, es neue Erkenntnisse sagen, wir haben etwas mehr Zeit, als wir noch vor 5 Jahren dachten. Und ich weiß, dass einige meiner Kollegen die Nase gerümpft haben und die Stirn rausgezogen haben. Warum sagt er denn sowas? Das schadet doch der guten Sache. Jetzt legen wieder alle die Hände in den Schoß. Und da bin ich eisern, dass ich sage, wenn wir neue Erkenntnisse haben, dann müssen wir die veröffentlichen und wir müssen auch darüber sprechen. Denn das ist Fortschritt in der Wissenschaft. Nur das Schlimmste, was wir tun könnten, wäre aus politischem Kalkül Erkenntnisse zu unterdrücken. Das wäre grausam, das wäre grauslich. Also ich möchte mir so eine Wissenschaft auch nicht vorstellen, dass man so agiert. Und irgendwie sehe ich dann schon dass wir sind in erster Linie der Wahrheit verpflichtet als Wissenschaftler. Also ich glaube ja nicht an absolute Wahrheiten, aber wir wollen der Wahrheit so nahe kommen, wie wir es nur können. Und wenn wir jetzt anfangen, in diesen politischen Kalkül einzutreten, oh, wenn ich das so schreibe, dann wird das vielleicht diesem hier schaden, oder wenn ich das so schreibe, dann wird es dem nutzen, dann glaube ich, begeben wir Verrat an der Wissenschaft. Also in Amerika, wir kommen ja noch mehr auf die USA, aber jedenfalls dort ist ja die Klimaforschung schon viel länger und viel stärker politisiert als hier. Ich zitiere jetzt mal hier einen Paläoklimatologen namens Edward Cook, den Sie sicherlich kennen. Ich kannte ihn eigentlich jetzt nicht, aber was er da schreibt, zitiere ich jetzt dennoch mal. Schon 2001 schrieb er nämlich, die Klimaforschung ist dermaßen politisiert, dass es schwierig ist, Wissenschaft zu betreiben. Das würden Sie für USA, aber kann man so... Ganz so zugespitzt würde ich es nicht sagen, vielleicht auch gerade 2001 nicht, weil man muss ja auch festhalten, die US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, sie betreiben noch immer hervorragende Forschung, gar keine Frage.
aber bei der Frage, wie diese Forschungserkenntnisse in mögliche Klimapolitik umgewandelt werden kann, da sieht es in den USA tatsächlich ziemlich düster aus. Wir finden diese beinharte Trennung, dass die Anhänger der Demokraten akzeptieren die Ergebnisse der Klimaforschung und die Republikaner halten das alles für Humbug. Mhm. Das kann man in dieser Plattheit trotzdem ziemlich genau sagen. Und das ist eine Entwicklung, die, als ich in den USA war, in den 90er Jahren, das war noch nicht so. Da waren durchaus auch die Republikaner waren offen in dem Sinne, dass die Ergebnisse der Forschung wurden gewertschätzt und wurden benutzt generell. Und diese unheilvolle Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass die republikanische Politik, gerade der jetzigen Administration, dass die eigentlich komplett versucht, Erkenntnisse zu ignorieren. Das ist ein relativ neues Phänomen, aber es fing in den 90er Jahren an, als ich da war, war das eigentlich noch kaum zu sehen. Ja. Dankeschön. Ich würde an der Stelle gerne mal zu Herrn Tautz kommen. Wenn Sie das so hören, Klimaforschung, doch sehr, sehr, sehr stark politisiert in den USA, fühlen Sie sich als Evolutionsbiologe womöglich noch ganz gemütlich? Ist es vergleichsweise gemütlich? Ja, ja und nein. Eigentlich gibt es interessante Parallelen. Also wir haben auch in der Evolutionsbiologie, haben wir sehr lange ja schon zu tun mit Kreationisten bzw. Intelligent Design Leuten. Und insbesondere die sogenannten Intelligent Design Leute sowas wie Pseudowissenschaften machen. Also die versuchen Ergebnisse umzudrehen oder umzuinterpretieren. Ich weiß nicht, wie oft schon unsere Ergebnisse bei Intelligent Design Leuten uminterpretiert worden sind. Das ist keine sehr aggressive Gruppe. Die bedroht uns nicht, aber sie ist einfach da. Das müssen wir uns klar sein. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. In Deutschland nach Umfragen etwa 20% der Bevölkerung, in den USA etwa 40%. Und die, interessanterweise, diese Prozentsätze verschieben sich scheinbar über die Zeit nicht. Ganz egal, wie viel Aufklärung man macht. Mhm. Das ist in etwa so machen eine Grundüberzeugung. Hier mal auch mal eine Umfrage. Publikumsabfrage, wer glaubt. Und ja. Eben, man reinterpretiert das. Da gibt dieses Museum of Creation in Kentucky, wo zum Beispiel unter anderem auch Dinosaurier ausgestellt werden, weil das zieht die Kinder immer an. Aber man sagt dann halt, also da die Dinosaurier ja nach der Bibelinterpretation im Paradies gelebt haben müssen, diese Klauen und die großen Zähne, die wurden benutzt, um harte Früchte zu knacken. Also das hat und dieses Museum hat immer 3 Millionen Besucher pro Jahr und macht das auch sehr professionell und alles. Und das ist eine große Anzahl von Büchern, erklärt das dann. Also es ist ein ähnliches Prinzip. Man vernebelt die Wissenschaft quasi. Und manchmal hat es dann Rückwirkungen, wie wir dann eben zum Beispiel in der Türkei derzeit sehen, dass eben die Evolutionsbiologie aus den Schulbüchern gestrichen werden soll, mit der Begründung, das ist zu kompliziert für die Schüler und da gibt es zu viel Streit drüber und das lehren wir jetzt nicht mehr. Wohlgemerkt, in den Universitäten darf es noch gelehrt werden, immerhin, aber hat die Rückwirkung. Und es gab auch vor einigen Jahren, selbst in Deutschland, einen Ministerpräsidenten, der meinte, ja, die Schöpfungslehre und die Evolutionstheorie, wie immer behauptet wird, wir sagen immer Evolutionswissenschaft, nicht Theorie, muss gleichwertig gelehrt werden, wurde allerdings relativ schnell eines anderen belehrt, aber das war für uns zum Beispiel ein Auslöser, dass die Leopoldina nochmal eine Stellungnahme zur Evolutionsbiologie in Deutschland erstellt hat und dann in der Tat sogar auch Didaktiker mitgearbeitet haben und gesagt haben, eigentlich müsste man das schon ab der 5. Klasse lehren, weil das so eine integrative Wissenschaft ist, die verschiedene Naturwissenschaften zusammenbringt und auch ein Erklärungsmuster für uns selbst liefert. Welche anderen Bereiche sehen Sie als problematisch an, wo Sie sich unter Druck fühlen könnten? Ja, was natürlich auch Evolutionsbiologen, und ich bin eigentlich Evolutionsgenetiker, wir spielen sehr viel mit Daten aus der Genomforschung heute, um zu verstehen, wie Evolution eigentlich funktioniert. Und da kommen wir natürlich genau in solche Fragestellungen, was ist der Mensch, ist das jetzt eine Spezies oder sind da verschiedene Rassen, wie unterscheidet man das oder wie werden auch Eigenschaften vererbt, wie wird Intelligenz vererbt. Und da kommen wir tatsächlich dann in Konflikt mit oft manchmal mit rechten Anschauungen, rechten Parteien, also in meinem Fall war es mal so, dass ich hier öffentlich Stellung genommen habe, dass ich gegen das Sarrazin-Buch, das vor 8 Jahren rauskam, über Schaffen sich Deutschland ab, weil da haarsträubende Fehler drin waren, gerade was Genetik betrifft und Rassenvorstellungen, was er so propagiert hat. Das hat zu erheblichen Diskussionen geführt und dann auch mit eigenem Abstand, dann gab es mal irgendwann nochmal einen Forscher, der meinte,
dem Herrn Towns muss man den Mund stopfen, der muss jetzt eine öffentliche Ohrfeige kriegen. Das heißt, er hat böse Briefe an alle Akademien und Wissenschaftsgesellschaften geschrieben. Mhm, und die haben mich dann noch zurückgerufen. Muss man da jetzt antworten? Aber Sie können das sozusagen mit Humor nehmen. Deswegen daraus schließe ich, dass es noch nicht zu Dingen gekommen ist, wie in den USA zum Teil bis hin zu Morddrohungen für einen Ihrer Klimakollegen. Er hat ja sogar Morddrohungen bekommen. Oder große Hate-Shitstorms und so weiter haben Sie noch nicht erleiden müssen. Sie auch nicht. Auch nicht insofern, genau, ist noch. Genau, das heißt, bisher, jetzt haben wir also die Religion gehabt, die da und die Religion und die, sag ich mal, die Rechten / Rassisten, die Ihnen da schwierig werden. Aber Sie haben im Vorgespräch auch noch etwas anderes genannt, was Ihnen die Forschung erschwert. Ja, ich sage Tierversuche. Ja, Tierversuche sind jetzt nicht spezifisch Evolutionsbiologie relevant, aber natürlich auch, wenn wir die Evolution verstehen wollen, müssen wir auch Tierversuche machen. Und da gibt es natürlich auch eine unterschwellige, schwierig zu sagen, das als wissenschaftsfeindlich zu betrachten. Es ist eine Unlogik, wie man sozusagen Tiere behandeln soll versus Menschen. Ich habe Ihnen, glaube ich, auch gesagt, war, glaube ich, an einem heißen Tag, als Sie angerufen haben, dass die Tiere nebenan eine wesentlich bessere Klimatisierung bekommen als die Menschen in ihren Büros. Und da tendieren wir immer mehr dazu, dass wir da da gehen Grundüberzeugungen rein, die die Wissenschaft zumindest behindern, sagen wir so. Auch die Frage, dann geht es in die Philosophie rein, was ist ein Leiden für ein Tier? Also zum Beispiel, wenn ich ein Tier zum Tierarzt bringe und dem eine kurze Betäubung gebe, dann gilt das nicht als Leiden. Wenn ich das als Wissenschaftler mache, dann gilt das als Leiden für das Tier und solche Dinge. Also da bildet sich vor allem ein großes Bürokratiemonster um das Ganze, das uns natürlich auch behindert. Ja. Das heißt nicht, dass wir nicht für das Tierwohl sind, sondern nur die Frage, wie viel Bürokratie muss sein, wie viele Auflagen müssen sein, um das bearbeiten zu können. Ja, vielen Dank. An der Stelle wende ich mich mal zu unserem Geistes- und Sozialwissenschaftler. Vielmehr, Sie sind Politikwissenschaftler und sind Permanent Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Und Sie haben auch in vielen verschiedenen Ländern also gelehrt bzw. studiert. Ich erzähle nur mal auf. Sie waren Lecturer in Montreal, Sie waren an der Harvard University, an der Hebrew University in Jerusalem und auch an der Yale University. Und jetzt leiten Sie den Bereich Interkultur am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Und Sie sind Gründungsmitglied der Academy in Exile. Dazu kommen wir aber erst später. Ich würde jetzt gerne erst mal fragen, da Sie nun die Geistes- und Politikwissenschaft repräsentieren, vielleicht definieren Sie uns mal, was ist denn überhaupt Wissenschaftsfreiheit? Was wäre denn eine Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit? Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, der Kern ist hier auch in Berlin sozusagen entwickelt worden. Humboldt wird immer genannt, fälschlicherweise eigentlich. Es waren eigentlich andere Autoren im 18. Jahrhundert, die diese Idee hatten, eines autonomen Wissenschaftsbetriebs, der sozusagen nach eigenen Kriterien rekrutiert und forscht und Methoden entwickelt. So, das ist eigentlich die Idee. Also es ist nicht so sehr ein individuelles Recht Wissenschaftsfreiheit, so wie die Redefreiheit oder Glaubensfreiheit, sondern es ist erstmal ein funktionales Erfordernis dafür, dass man überhaupt ein modernes Wissenschaftssystem hat. Das ist eigentlich der Gedanke der Wissenschaftsfreiheit. Und er ist zu unterscheiden von Meinungsfreiheit, was gelegentlich verwechselt wird, und natürlich auch von Glaubensfreiheit. Im Gegenteil, Wissenschaftsfreiheit ist durchgesetzt worden gegen religiöse Mächte, aber auch gegen Meinung, wenn man so will. Was nicht heißt, dass Meinungen nicht auch geschützt sind. Und ich glaube, was wir heute erleben, ist ja nicht mehr so, ich habe mir auch so nochmal überlegt unserem Vorgespräch, wir erleben ja nicht mehr, dass Wissenschaftsfreiheit bedroht wird, so wie im 16. Jahrhundert bei Galileo Galilei. Sondern was wir eigentlich sehen, scheint mir, ist, dass Kontroversen in der Wissenschaft umgedeutet werden in Meinungsfragen. Das heißt, wenn junge Leute auf die Straße gehen und im Prinzip mit den Erkenntnissen der Klimaforschung argumentieren, heißt es, das ist ein Kinderkreuzzug. So als hat es eine Glaubensfrage. Oder bestimmte Erkenntnisse der Klimaforschung wird eben als eine Meinungsfrage geschildert. Das ist es aber nicht, es handelt sich um gesichertes Wissen. Und dann gibt es natürlich auch interne Kontroversen um die eine oder andere Auslegung. Wie viele Jahre haben wir noch? Und so. Das heißt, das scheint mir so der Fall zu sein, dass heute ganze Bereiche einfach abgewehrt wird als bloße Meinung. Also. Und die Wissenschaftsfreiheit ist eben etwas anderes. Sie hat eben zu tun mit der Autonomie des Forschens und Lehrens in dafür eigens geschaffenen Institutionen. Das heißt, bedroht wird sie dann, wenn sie durch Kirche oder Staat
ausgehöhlt wird, in der Weise, dass Professuren anders besetzt werden, dass ganze Fachbereiche geschlossen werden, dass Leute bedroht werden und so weiter. Leute bedroht werden jetzt von staatlicher Seite, aber sowas wie so ein Hate-Shitstorm oder sowas, das würden Sie alles nicht. Oder wenn irgendeine Kreationisten oder sonstige Gruppe da sagt, na, wir sind aber nicht dieser Meinung, das ist ja an sich noch keine Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit. Oder ja, da würde ich sagen, auf bestimmte Erkenntnisse wird mit starken Meinungen reagiert. Mhm. Ne? So würde ich das sehen. Ne? Das heißt, dann wird nicht sozusagen intern argumentiert, ich habe aber andere Ergebnisse gefunden bei meiner Forschung. Das gibt es ja auch. Ich meine, in der Wissenschaft werden wir ja auch heftig angegriffen gelegentlich. Aber das ist, da wird anders vorgegangen, während das, was hier jetzt genannt wurde, das kommt so bei bestimmten Themen, je nachdem, welche Themen man berührt, kriegt man eine heftige Reaktion aus der Öffentlichkeit. Ne? Und das ist meistens weit unterhalb der Schwelle, wo ich sagen würde, die Wissenschaftsfreiheit ist gefährdet. Ich meine, wir sitzen ja relativ fest im Sattel. Mhm. Und irgendwann wird es dann halt polizeirelevant, wenn man wirklich bedroht wird. Aber das ist mir auch noch nicht passiert, anscheinend den Kollegen auch nicht. Und dann ist es halt einfach, gehört zu den vielen Unannehmlichkeiten des modernen Lebens, würde ich mal sagen. Mhm. Blöde Mails zu kriegen, mhm. Kommentare. Ja, ja. Ist denn diese, sag ich mal, diese Auseinandersetzung darum, sind vielleicht Geistes- und Politik- und Sozialwissenschaftler schon viel länger gewöhnt und die Naturwissenschaftler müssen sich jetzt erst dran gewöhnen? Sehen Sie das so? Dass immer das politisch umstritten ist, war bei anderen Fächern sowieso, sag ich mal, lag in der Natur der Sache viel mehr als bei Klima und Evolution, wo man denken würde, okay, das sind gesicherte Erkenntnisse. Das, glaube ich, kann man so allgemein nicht sagen. Ich meine, wenn man jetzt gearbeitet hat zum elisabethanischen Theater oder irgendwelchen Feldern in den Philologien, dann kann man sein Leben wahrscheinlich ohne je bemerkt zu werden in der Öffentlichkeit. Das hängt so ein bisschen davon ab. Und selbst in der Politikwissenschaft gibt es auch Bereiche, die jetzt nicht so kontrovers sind. Also so Kollegen von mir, die so Parteienforschung machen, also die werden ja auch nicht direkt angegriffen, weil da guckt man eher, was kriegen die jetzt raus mit den Wahlanalysen? Mhm. Und da guckt man eigentlich gar nicht genau, wie arbeiten die. Also generell würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube schon, dass so die Kollegen in den Naturwissenschaften, übrigens, ich habe ja jetzt einfach nur Galileo Galilei erwähnt, das war auch Naturwissenschaftler. Erstmal, ich würde gar nicht sagen, dass wir stärker irgendwie angegriffen werden. Vielleicht Leute wie ich, die auch noch ein bisschen was machen zu so Themen wie Migration, da kriege ich manchmal schon eine Gänsehaut, oder so, wie man irgendwie in einer diversen Gesellschaft gedeihlich zusammenlebt und wenn man dann irgendwie, ich habe mal eine Studie gemacht zu Gebetsräumen an Universitäten, muslimische Gebetsräume, da kann man sich sicher sein, dass man dann ein Echo kriegt aus der Gesellschaft. Aber viele Felder in den riesigen Sozialwissenschaften, Philologien sind auch nicht wirklich kontrovers. Mhm. Herr Marowski, Sie hatten vorhin eine Situation geschildert, wo Sie sagen, da habe ich was erlebt, was meine persönliche Forschungsfreiheit bedroht hat. Wollen Sie das kurz uns erzählen? Ja, ich habe vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so, hat die Süddeutsche Zeitung, ihr Magazin zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, einen längeren Artikel zu sogenannten Raubjournalen veröffentlicht. Raubjournale sind sind immer reine Online-Journale, wissenschaftliche Zeitschriften, die letztlich so funktionieren, dass man sie umsonst lesen kann, aber um veröffentlicht zu werden, muss man einen bestimmten Betrag zahlen. Es gibt seriöse Journale, die nach diesem Geschäftsprinzip funktionieren, aber diese Raubjournale machen das auf eine besonders infame Weise. Wer genug zahlt, vielleicht 2000 Euro, der wird gedruckt und es sieht aus wie eine Veröffentlichung, angeblich auch begutachtet, aber die Begutachtung findet einfach nicht statt. Also jeder, der 2000 Euro abdrückt, kann seinen Namen oder ihren Namen als Autorin, Autor in einer angeblichen wissenschaftlichen Zeitschrift finden. Und zu diesen Raubjournalen hatte Süddeutsche und NDR eine Recherche gebracht und unter anderem war von diesem EIG-Institut, der Pressesprecher hat einen Artikel veröffentlicht oder mehrere und ich bin gebeten worden, mir die anzuschauen, ob die denn wissenschaftlich gültig seien und ein Artikel war völlig okay, war auch in einem respektablen Journal, ein anderer war wirklich Mimikry, war keine echte Forschung und dazu habe ich dann geschrieben, genügt nicht den allerniedrigsten wissenschaftlichen Anforderungen. Und ich habe dann ein paar Monate später die Aufforderung bekommen, diese Aussage zurückzunehmen, da ich den Autoren ja in seiner Würde und in seinem
ja, in seiner Karriere geschädigt hätte, dadurch, dass ich seine Arbeit kritisiert habe. Die Süddeutsche hat dieselbe Unterlassungsklage bekommen und ist natürlich klar, dass wir uns da entschieden gegen wehren, denn wenn man Wissenschaft macht, wenn man veröffentlicht, dann muss man es aushalten, dass jemand anderes seine Meinung kundtut zur Qualität dieser Veröffentlichung. Das heißt, das werden wir natürlich nicht hinnehmen, aber das, ich war schon erstaunt, dass das kam, und ich sehe das auch ganz klar als einen Versuch der Einschüchterung von Rechtspopulisten, unliebsame Meinungen nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Ich war schon überrascht, das hätte ich eigentlich nicht erwartet, sonst, dass die Leute dann irgendwie Häme und Spott und Kritik irgendwie ausgießen auf irgendwelchen Blogs, ja, das kennt man. Aber dass jemand tatsächlich auf diese Weise in Aktion tritt, das hätte ich nicht gedacht. Haben Sie schon mal etwas Ähnliches erlebt? Oder? Ja, ich habe eben schon darauf hingewiesen. Also es war vor allem im Zusammenhang mit der Sarrazin-Debatte, die ich allerdings, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, war ich Präsident der Verband der deutschen Biologen. Das heißt, ich war quasi dann auch eine politische Person, die man natürlich auch angreifen darf. Also die unmittelbare Reaktion war in Ordnung. Aber dann das, was später passiert, dass man persönlich angegriffen wird und dass man persönlich schlecht gemacht wird bei möglichst vielen Adressaten, das ist schon eine Dimension, die ich so nicht erwartet hätte, zumal das selber ein Wissenschaftler war, der das gemacht hat. Also ja, aber ich würde nicht so irgendwie sagen, dass ich das von der Form ernst nehme, dass ich mich bedroht gefühlt habe. Man sieht nur, wie weit die Grenzen inzwischen gesteckt werden können. Ja, ja, das trifft ja ganz viele Menschen auch aus ganz anderen Bereichen. Aber dazu mal die Frage an Sie, Herr Heinz, der Sie ja mit der Akademie im Exil, da wollen, sagen Sie bestimmt jetzt noch ein paar Sätze dazu. Wenn wir feststellen, Deutschland wird zum Zufluchtsland für intellektuelle Akademiker aus anderen Ländern, die erleben ja noch ganz andere Dinge als jetzt mal eine Unterlassungsklage oder einen Shitstorm. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über die Menschen, die Sie hierher bringen. Ja, das ist eine Einrichtung, die wir vor 2 Jahren geschaffen haben, hier in Berlin, Forum Transregionale Studien und am Kulturwissenschaftlichen Institut, das verfolgte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Deutschland holt. Deutschland ist nicht nur ein Einwanderungsland, sondern auch zunehmend ein Exilland. Ist es übrigens schon länger und so ähnlich wie in anderen Diskussionen, jetzt gibt es ein Bewusstsein dafür. Es gibt ja schon viele Iraner und andere, die hier seit Jahrzehnten schon leben, auch arbeiten. Und die Akademie im Exil wird von der Volkswagen-Stiftung finanziert. Die erste Million sozusagen von denen. Es sind noch ein paar amerikanische Stiftungen dabei und das wird relativ groß. Wir haben im Moment 20 Leute etwa und wir haben uns in der ersten Runde konzentriert auf Leute aus der Türkei. Ne? Und da erfährt man eine ganze Menge über die Mechanismen, mit denen Wissenschaft halt unterdrückt wird. Und jetzt haben wir, gerade heute Vormittag hatten wir eine Sitzung, wo wir sozusagen eine zweite Runde machen und haben jetzt auch Leute das erste Mal aus Ungarn eingeladen, also das zu der Frage, wie es in europäischen Ländern aussieht, und aus Brasilien. Mhm. Ne? Wo eben da ist es dann so, dass nicht ganze Universitäten geschlossen werden, sondern es geht in der Regel so, dass erst einmal bestimmte Disziplinen angegriffen werden. Und da sind es dann tatsächlich Humanwissenschaften im weitesten Sinne, also die Geschichte zum Beispiel, die Genderforschung immer wieder, Teile der Soziologie und so weiter. Die Türkei ist besonders dramatisch, weil die Leute, die wir eingeladen haben, die hatten alle auch noch eine Petition unterschrieben, Academics for Peace heißt die, die sich für einen Ausgleich mit den Kurden ausgesprochen hat. Und diese Kombi hat dann dazu geführt, dass zahllose Leute ihren Job verloren haben und teilweise angeklagt wurden. Und wir haben eben eine ganze Reihe Leute nach Deutschland geholt. Ja, gerade Brasilien, ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, das in der letzten Woche war es ja wohl, war der Council, ich muss das richtig sagen, ich darf das nicht falsch sagen, Hamburg Declaration, nämlich das University Leaders Council, haben sich in Hamburg getroffen, also Universitätsrektoren und Präsidenten aus 25 Ländern, darunter auch Brasilien. Und der Brasilianische hat eben gesagt, hat beschrieben, es sei wie so eine Art Überlebenskampf an der Hochschule. Unter anderem werden wohl Studenten und alle möglichen Leute aufgefordert, in Vorlesungen zu gehen, mitzuschneiden und aufzuschreiben, alles, was man dann gegen den jeweiligen verwenden könnte. Und werden als Nester des Kommunismus und so weiter diffamiert. Und ruft dann seine Kollegen ganz deutlich dazu auf, ihr müsst politisch sein, hat er gesagt, ihr müsst klar machen, dass Wissenschaft wichtig ist. Das bringt mich, sage ich mal, zu unserer dritten Runde, in der wir ja besprechen sollen, wie verhält sich Wissenschaft in so einer veränderten Lage.
soll Wissenschaft jetzt wirklich sehr viel deutlicher sagen, wir müssen hier politisch werden, wir müssen uns gesellschaftlich positionieren, engagieren, immer das Wort ergreifen, die Stimme erheben, womöglich auf YouTube, Twitter und sonstigen Kanälen uns positionieren, viel mehr Social Media machen. All diese Forderungen gibt es ja an die Wissenschaft. Darüber wollen wir vielleicht noch in der letzten Runde reden, wie Sie das sehen. Vielleicht beginnen wir mit Ihnen, Herr Marotzke. Würden Sie? Es ist sehr schwer, da allgemeingültige Vorschläge zu machen. Aber vielleicht an dem Beispiel aus Brasilien, was Sie genannt haben, da kann man das, glaube ich, doch einige klare Fälle dann doch festhalten. Ich denke, wenn es darum geht, dass die persönliche und Wissenschaftsfreiheit bedroht sind, dann finde ich absolut, dann müssen wir uns erheben, dann müssen wir die Stimme erheben oder versagen. Da besteht für mich überhaupt kein Zweifel. Wenn wir jetzt speziell auf die Klimaforschung gehen oder vielleicht auf konkrete Klimaschutzmaßnahmen eingehen, dann wird es schon ein bisschen heikler. Denn die Frage ist, inwieweit sollte man sich als Wissenschaftler ins politische Tagesgeschäft begeben? Ich bin vor langer Zeit mal aufgefordert worden, eine Petition gegen ein Kohlekraftwerk zu unterschreiben. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Warum mache ich das nicht? Ich glaube ganz fest daran, dass meine Aufgabe darin besteht, die bestmögliche Wissenschaft zu machen und auch unsere Erkenntnisse in den gesellschaftlichen Diskurs hineinzutragen. Ich behaupte nicht, ich veröffentliche meine Papers und damit ist meine Arbeit getan. Ganz und gar nicht. Aber ich glaube auch daran, dass sich die beste Forschung dann geschehen kann, wenn man den genügenden Abstand zu seinem Forschungsgegenstand behält. Letztlich dann doch eine gewisse Nüchternheit gegenüber den eigenen Ergebnissen, einschließlich dessen, dass man auch akzeptiert, naja, war halt nicht ganz so richtig, was ich vor 5 Jahren geschrieben hatte. Ich habe irgendeine Annahme, traf halt nicht zu oder wie auch immer. Und um richtig gute Forschung zu machen, musste man das Ganze doch mit einer gewissen Nüchternheit und im gewissen Sinne Kaltblütigkeit auch sehen, was man selber macht. Wenn ich aber meine Forschung zu eng verknüpfe mit meinen persönlichen politischen Überzeugungen, befürchte ich, dass die Sachen durcheinander geraten und dass die Qualität der Forschung durch mangelndes Distanz leidet. Und deswegen verfolge ich ganz klar das Prinzip, dass ich zwar den Dialog suche und auch insbesondere beantworte, wenn er gewünscht ist, ich werde aber keinesfalls aktiv und von mir aus in konkrete klimapolitische Fragen eintreten, denn dann befürchte ich, diese Distanz zu verlieren. Sie kritisieren deswegen auch einige Ihrer Kollegen, wenn ich das richtig... Ja, ich finde, teilweise ist die Distanz so gering geworden und dann kommt man in die Gefahr hinein, die ich eingangs auch angesprochen habe, dann möchte man, dass eine gewisse Sache wahr ist oder man überlegt zu sehr, wenn ich das jetzt rauskriege, was bedeutet das für meine politische Überzeugung? Und da denke ich, tut Distanz einfach gut. Das würde sich auch darauf beziehen, auf die sogenannte Angstmache, ja, die ja der Klimaforschung zum Teil vorgeworfen wird, zum Teil von den Klimaleugnern vorgeworfen, aber womöglich auch von dem einen oder anderen. Wie sehen Sie das? Ich finde, da müssen wir schon aufpassen. Und es gibt durchaus Argumente, wenn wir nicht Angst schüren, dann rütteln wir niemanden auf. Was ich dagegen halten würde, sind mindestens 2 Argumente. Das eine, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Das zweite, man verliert seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Und insofern, und drittens hat die Forschung auch gezeigt, dass Angst lähmt. Und von daher glaube ich auch nicht, dass es ein effektiver Motivator ist. Natürlich muss man auf Risiken hinweisen, ist überhaupt keine Frage. Und die müssen auch benannt werden. Und wenn die Risiken groß sind, muss das auch deutlich gesagt werden. Aber diese Haltung, die ich kritisiere, ist, macht ja nichts, wenn ich hier noch eine Schippe drauflege, ist ja für eine gute Sache. Ich weiß, dass es nicht genau ist, nicht präzise ist, aber ist ja für eine gute Sache, dann ist es in Ordnung. Mhm. Mit dieser Haltung habe ich ganz extreme Probleme und ich glaube auch, dass sie mit der Wahrheit ähnlich lapidar umgeht, wie wir das dem Rechtspopulismus vorwerfen, nur eben von der anderen Seite. Die einen wollen etwas kleinreden, was eine wirkliche
ein wirkliches Problem oder eine Bedrohung für viele Menschen ist. Die anderen wollen etwas aufbauschen, nur damit es besser wirkt und bessere Schlagzeilen zieht. Und ich habe mit beiden Haltungen große Schwierigkeiten. Mhm. An der Stelle würde ich gerne Sie noch mal fragen, diese Grundsatzfrage stellen, wie ist hier die Stimmung zu der Frage, müssen Wissenschaftler politischer werden? Haben Sie eher das Gefühl, dass die Wissenschaft jetzt sprechen wir von Deutschland, der Einfachheit halber, dass die Wissenschaft in Deutschland sich hinreichend politisch positioniert oder sogar schon zu viel, womöglich? Oder meinen Sie, die Wissenschaftler sitzen immer noch im Elfenbeinturm und sollten da mal rauskommen, weil die Lage ist ernst? Ah, eher eine Minderheit? Ja, es ist schwierig, wie gesagt. Es geht ja wirklich nur ums Stimmungsbild. Und wer ist dagegen, wer ist der Meinung? Lieber, sag ich mal, immer sachlich bleiben, sich nicht zu sehr raushängen, nicht mit Bewegungen womöglich zu stark identifizieren, eher die Mehrheit. Also Wissenschaft soll nicht politischer werden. Dann frage ich mal so ganz direkt, Fridays for Future, wie beurteilen Sie das? Ich finde das eine tolle Bewegung und der Grund, warum ich das auch so gut finde, ist, der Klimaschutz, effektiver Klimaschutz hat jahrelang darunter gelitten, dass er nicht mehrheitsfähig war. Und ist nun mal so, aus gutem Grund muss auch Klimaschutz mehrheitsfähig sein. Und ich habe das Gefühl, dass durch die Fridays for Future-Bewegung einige Maßnahmen, die vorher als schmerzhaft empfunden worden wären, dass sie tatsächlich mehrheitsfähig werden oder dabei sind, mehrheitsfähig zu werden. Und das war für mich immer die entscheidende Hürde, die genommen werden musste. Und von daher bin ich schon beeindruckt von dem, was diese Bewegung bewirkt hat. Mhm. Dankeschön. Ja, Herr Tautz, würden Sie sagen, dass Sie haben ja kurz geschildert, dass Sie in der Sarrazin-Debatte eingegriffen hatten. Vielleicht erklären Sie uns auch gleich noch etwas genauer wissenschaftlich, was Sie da Herrn Sarrazin entgegengehalten haben. Aber vor allen Dingen, glauben Sie, dass es was nützt? Glauben Sie, es nützt was mit diesen Argumenten? Erreichen Sie die Menschen, die sich von Herrn Sarrazin angesprochen fühlen? Erreichen Sie die Menschen mit Ihren Argumenten oder hat es eh keinen Sinn? Weil wenn jemand, Sie glauben das, was Sie glauben wollen und die Wissenschaft hat da gar keine Handhabe. Ja, vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil diese Frage ist nämlich sehr interessant, sollten Wissenschaftler Politiker werden? Ich beantworte die so, dass Sie kennen das Sprichwort, Wissen ist Macht. Und Wissenschaftler produzieren Wissen, das heißt, sie bringen auch Macht mit sich. Und das ist die Gefahr, dass man sozusagen durch das eigene Wissen produzieren diesen Machtvorsprung nutzt, um politisch zu werden. Und da bin ich eigentlich sehr dagegen. Also das, was wir wissen, müssen wir weitergeben an die Gesellschaft, aber nicht selber Stellung nehmen. Anders ist es natürlich, wenn ich jetzt so eine politische Aufgabe habe, wie so als Präsident einer Vereinigung, dann sehe ich mich eher wieder als Politiker. Das heißt, ich kann durchaus gleichzeitig Wissenschaftler und Politiker sein, aber ich muss das schon trennen. Und dann muss ich eben Stellung nehmen, was sagen zum Beispiel der Verband der Biologen zu bestimmten Aussagen bei Sarrazin. Da ging es um Vererbung von Intelligenz, die völlig falsch dargestellt worden ist. Da ging es um, dass manche Bevölkerungsgruppen grundsätzlich dümmer sind als andere und dass sie grundsätzlich mehr Kinder haben und solche Dinge. Und das musste einfach richtiggestellt werden. Ich glaube, da habe ich auch die Leute erreicht. Die Diskussion, das war damals ein Auslöser. Ich glaube, der hatte in irgendeiner Diskussionsrunde im Fernsehen das dargestellt. Und wir haben dann tatsächlich am nächsten Tag eine Gegendarstellung gemacht. Ich durfte dann sogar auch morgens um 6 ins Frühstücksfernsehen kommen, um die nochmal zu wiederholen. Also solche Dinge, da nehmen wir Stellung, auch zur Gentechnik. Manchmal gibt es auch abstruse Dinge zur Gentechnik, wo wir dann als Wissenschaftler eben sozusagen die andere Sicht geben. Mhm. Nicht als Wissenschaftler, sondern als quasi Verbandsvertreter. Als Wissenschaftler sollte ich mir nicht meinen Machtvorsprung, den ich durch das Wissen habe, sozusagen ausnutzen, um damit Politik zu machen. So wie Sie es ja auch gesagt haben, das ist in der Klimaforschung, gibt es scheinbar Kollegen, die das sozusagen versuchen zu verbinden, aber das ist in der Tat eine sehr gefährliche Geschichte, weil man verliert damit ja auch seine wissenschaftliche Zuverlässigkeit. Mhm, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob es lohnt, dass Sie kurz nochmal Ihre Argumentation gegen Herrn Sarrazin uns kurz nochmal vorführen, gewissermaßen das. Also ja, es ging da schon ein bisschen um die Detailfrage. Er sagte, also erstens hat er eben angenommen, Sie erinnern sich vielleicht noch, dass es vor allem um die Türken ging. Die Türken kommen hier alle hierher, sie sind grundsätzlich dümmer, haben aber mehr Kinder und deswegen werden die Deutschen verdrängt. Man kann übrigens das gleiche Statement von 1900 aus der New York Times lesen, dass die
die Deutschen alle nach USA kommen, eigentlich viel dümmer sind, aber viel mehr Kinder haben und deswegen die Engländer verdrängen werden. Und also dieses Statement hat schon in vielen Kombinationen funktioniert, ist aber wissenschaftlich unsinnig, weil so wie die Bevölkerung, also die menschliche Spezies als solche ist so homogen, dass man so eine Unterscheidung, der ist dümmer und der ist weniger dümm, so nicht machen kann. Er hat sich allerdings auf eine Pseudowissenschaft dabei berufen, wo genau diese Gefahr entstanden ist, wo Leute, weil sie eine bestimmte Agenda haben, dann scheinbar wissenschaftliche Forschung machen, um etwas zu unterstützen. Und das ist genau diese Vernebelungstaktik, die da an verschiedenen Stellen passiert. Das ist, es geht zurück ursprünglich auf amerikanische Bemühungen, die Bevölkerung einzuteilen in klügere und weniger kluge. Und da ging es vor allem darum zu sagen, die Schwarzen sind immer auf der dummen Seite und die Weißen sind auf der guten Seite. Das ist diese berühmte Bell-Curve-Diskussion, die da ist. Und darauf hat sich dann Sarrazin 1:1 berufen. Und da mussten wir das ein bisschen richtigstellen. Ja. Was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht gefährlicher, Herr Heinz, wenn Leute kommen mit angeblichen Fakten, sich auf eine Wissenschaft berufen oder eine Wissenschaft Mimikrie machen, einfach andere Fakten, sage ich mal, etablieren wollen, als die Wissenschaft etabliert? Oder dass man einfach das Vertrauen in Fakten ganz generell, dass es gar nicht so sehr darum geht, welche Fakten jetzt hier eigentlich eine Rolle spielen oder richtig sind, sondern dass man allgemein Misstrauen sät, ja, und überhaupt die Faktizität der Fakten als solche in Frage stellt. Also wahrscheinlich Letzteres. Also das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man sozusagen die systematische Suche nach Wahrheit oder provisorischen Wahrheiten, wie es im Wissenschaftssystem stattfindet, glaubt, ersetzen zu können durch Meinungskampf. Das wäre ja so etwas. Ne? Und das ist ja eine Tendenz, die wir spüren. Also die ganze Diskussion um Fake News, die dann eben bis hin in die Kernbestände des Wissenschaftsbetriebs geht, das ist natürlich brandgefährlich. Es ist nicht per se gefährlich, aber es ist dann gefährlich, wenn diese Leute an die Macht kommen, sagen wir es mal so. Also die Leute können ja glauben, was sie wollen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und bei Sarrazin hat man ja einen Fall gehabt, wo das dann deswegen gefährlich ist, weil das ein Mann ist, nicht nur publizistischen Erfolg, sondern auch der einer politischen Partei angehört, der hier Finanzsenator war, der hochgradig vernetzt ist. Wenn Leute sowas in der Art in der U-Bahn erzählen, ist es ja egal. Ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig. Bis wohin kann man es bringen mit bestimmten so nihilistischen Auffassungen, dass alles nur Meinung ist? Ne? Das ist eine Gefahr. Ich würde sagen, die Gefahr ist überschaubar. Aber das ist sicherlich etwas, worauf wir achten müssen. Was sagen Sie zu Verschwörungstheorien? Warum glauben so viele Menschen an Verschwörungstheorien? Obwohl sie so offenkundig vollkommen abstrus, sowas von absurd sind, großenteils. Warum? Was ist es im Menschen, der viele dazu offensichtlich treibt, diesem mehr zu vertrauen als, sage ich mal, gesicherten, seit Jahrhunderten zum Teil gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft? Also ich hab einen Sohn großgezogen, der als 17-Jähriger auch tolle Verschwörungstheorien hatte. Und das ist entschuldbar. Und jetzt hat er sie inzwischen wieder abgelegt. Ich glaube, es gibt eine relativ große Studie von Sozialpsychologen, dass Verschwörungstheorien auch auf eine Reihe von Bedürfnissen reagieren. Die Welt ist ziemlich unübersichtlich geworden. Verschwörungstheorien geben einem das Gefühl, dass man auf der Seite der Kritik, der kritischen Leute ist, weil man eben offizielle Positionen in Frage stellt. Sie bearbeiten ein gut-böse Schema. Es gibt in Verschwörungstheorien immer einen allmächtigen bösen Feind. Das ist psychologisch oft erstmal ganz befriedigend, obwohl es natürlich auch paradox ist, weil der Feind ist meistens so mächtig, dass man gegen den nie ankommt. Also jetzt kenne ich in meiner näheren Umgebung niemanden, der so harte Verschwörungstheorien vertritt mehr. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es Studien gibt, wie viele Leute in Deutschland zum Beispiel jetzt an Verschwörungstheorien glauben. Also zum Beispiel Verschwörungstheorien zu Angela Merkel, gibt es ja ein paar interessante, lustige. Das ist auch ganz lustig, auch literarisch ganz interessant. Ja. Ne? Und auch da ist wieder die Frage, wie mächtig wird das? Wer glaubt das? Kriegt das im politischen System ein Gewicht? Dann wird es halt kritisch. Und nicht so sehr, wenn wir so denken, oh, es hätte auch anders sein können. Es gibt ja auch erstmal eine Skepsis, ne, die dann übersteigert wird in eine neue Art der Gewissheit. Ne? Mhm. Denn Verschwörungstheoretiker haben ja auch ganz starke Gewissheiten, versteckt hinter der Skepsis. Ja, ich empfehle dazu ein Video eines australischen
Stand-up-Comedian, der hat nämlich mehrere Verschwörungstheoretiker gleichzeitig eingeladen. Der eine war der Flat Earther, der andere war der Creationist, also oder Rothschild und was sie nicht alles da haben. Also er hat diese fünf verschiedenen Herrschaften da eingeladen und die haben sich dann gegenseitig haben gesagt, der einen, ja, es ist klar, Hillary Clinton isst Babys, ja, also Hillary Clinton, die leiten irgendwas in die Blutbahn von irgendwelchen Kindern und essen die auf, also grausame Geschichte. Aber völlig abstrus, was der da sagt über die Flat Earth, ist ja völlig abstrus, sagt dann der eine Verschwörungstheoretiker und der andere sagt dann dasselbe über die anderen. Also es war mal ein ganz witziges Experiment, sag ich mal, ein Umgang mit Humor, mit diesen Verschwörungstheorien, entlarvt sie, kann sie manchmal besser entlarven, als ihnen womöglich irgendwelche Fakten entgegenzuhalten, die sie sowieso nicht in ihr Hirn lassen, womöglich. Jim Jeffries heißt dieser Schauspieler, kann man sich mal daraufhin angucken. Ja, ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Fragen und möchte Sie noch darauf hinweisen, bevor Sie dieses Haus verlassen, vielleicht möchten Sie mal die kleine Ausstellung angucken, die kleine Fotoausstellung, die wir draußen haben. Da haben wir nämlich Exiljournalisten fotografiert, denn auch da gibt es eine gewisse Nähe zwischen Wissenschaft und Journalismus. Nicht nur Wissenschaftler sind bedroht in ihren Ländern, wo es eben nicht so glücklich, die es nicht so glücklich haben mit einem solchen Grundgesetz wie wir, sondern eben auch Journalisten. Und so wie Sie Wissenschaftler herholen, so haben wir uns bemüht, mit Exiljournalisten zusammenzuarbeiten und dieses fotografisch festgehalten. Vielleicht mögen Sie einfach nochmal drauf gucken und hoffentlich einige unserer Gedanken mit nach Hause nehmen und bei Ihren künftigen Auseinandersetzungen, die Ihnen möglicherweise bevorstehen mit diesem oder jenem, und sei es nur der pubertierende Sohn auf der Couch, der irgendeine Verschwörungstheorie gerade wieder bei YouTube abgegriffen hat, vielleicht einige dieser Gedanken mitnehmen. Vielen herzlichen Dank und auf bald!